Herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich Ihnen die zweite Lernstufe aus dem Lautgesten-Geheimverein vor und demonstriere, wie man diese in der Praxis anwendet. Die Lernziele der zweiten Lernstufe sind zum einen das Erlernen des Silbenaufbaus, also wie komme ich von zwei Einzellauten zur Silbe, zum anderen die Hördifferenzierung von zwei Einzellauten in der Reihe versus Silbe zu unterscheiden. Für das Sprachproduktionsspiel in einer Konsonant-Vokalstruktur liegt das blaue Auto links auf dem Tisch und das rote Auto rechts daneben. Die Lautgestenkarte Konsonant, zum Beispiel Finja für den Laut F, lege ich auf das blaue Auto. Und die Lautgestenkarte für den Vokal O, Ole, lege ich auf das rote Auto. Davor liegt das Spielfeld der grüne Bus. Als Belohnung und Visualisierung der Übungslänge lege ich die Glassteine neben die Spielfelder. Nun sage ich zu dem Kind, schau, Finja und Ole machen heute eine geheime Fahrt mit den Autos. Das klingt in der Geheimsprache so. Oh. Versuche es auch einmal. Einzellaute werden immer lautierend gesprochen. Wenn das Kind richtig nachahmt, erhält es einen Glasstein als Belohnung. Ich ermuntere das Kind, diese Übung nun dreimal selbstständig zu wiederholen. Das heißt, sprechen und gestikulieren. F, O, F, O, F, O. Möglich ist auch die Reihenfolge O, F. In dem Fall liegt das rote Auto links, das blaue Auto rechts. Danach schiebe ich die Lautgestenkarten auf den Bus und sage, nun machen die Kinder eine Fahrt weiter mit dem Bus. Das klingt in der Geheimsprache Fo. Du hörst, ich habe die beiden Geheimsprachen verbunden. Zwischen den beiden Tönen ist eine kleine Pause dazwischen. Versuche es auch so. Fo, Fo, Fo. Für das Hörspiel in der Konsonant-Vokalstruktur liegen die Fahrzeuge wie beim Sprachproduktionsspiel und die Lautgestenkarten daneben. Der Bus wie gehabt davor und ich sage zu dem Kind, höre, nun fahren die Kinder mit den Autos. Das klingt F-O oder mit dem Bus. Das klingt fo. Die Einzellaute und die Silbe werden in unregelmäßiger Abfolge gesprochen. Anfangs mit gestikulieren, später ohne die visuelle Lernhilfe. Und das Kind muss die Lautgestenkarten auf die entsprechenden Fahrzeuge legen. Fo. Fo. F-O. Fo. Fo. F-O. Und so weiter. Auch die umgekehrte Reihenfolge ist hier wieder möglich in der Vokalkonsonantstruktur O-F oder O-F. In unseren Seminaren erhalten Sie das gesamte theoretische und praktische Wissen, um die Tolps-Lautgesten effektiv in Ihre Therapie integrieren zu können. In Übungsgruppen erlernen Sie zudem das Arbeiten mit dem Lautgesten-Geheimverein in allen 7 Lernstufen, den theoretischen Hintergrund und die störungsspezifische Anwendung. Besuchen Sie unsere Webseite www.tolps.de.
talks-seminar.de. Dort finden Sie alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten zu den Seminaren. Die Spiele sind für die Artikulationstherapie bei der Lautanbahnung und der Lautkorrektur geeignet und für Lautwahrnehmungs- und Lautdifferenzierungsaufgaben. Das heißt, überall, wo Artikulation und Phonologie zu therapieren und zu trainieren sind, können die Spiele individuell an das Kind angepasst und zum Üben verwendet werden. Unter diesem Video finden Sie Links zu weiteren Tutorials, die die konkrete Anwendung des Materials in den 7 Lernstufen demonstrieren. Wenn Sie Fragen zum Lautgestengeheimverein haben, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf unter kontakt@talks-seminar.de oder hinterlassen Sie gern auch unter diesem Video einen Kommentar. Vielen Dank fürs Anschauen und bis bald!